Lügenpresse ARD oder die Seltsamkenzi Video. Ich möchte hier den von der aus deutschen Pegida geprägten Begriff übernehmen, dass nämlich in Wahrheit die ARD eine regelrechte Lügenpresse ist. Vielleicht könnte man es etwas abmildern und die ARD als Wahrheitverhinderungspresse bezeichnen, aber es ist ein trauriges Kapitel, wie verkommen und verschmutzt die Arbeit, die sich inzwischen entwickelt hat. Ich möchte dann nur auf zwei Dinge hinweisen, und zwar die Diskussionsrunden, die sonntags abends in der Sendung Jauch und montags in der Sendung Hart aber fair geführt werden. Das ist so ein stinkelangweiliger und einseitiger Kram, dass man eigentlich nur noch abschalten kann. In diesen Diskussionsrunden fällt seit Monaten auf, dass man nur ausschließlich Jubeldiskutanten dort hat, aber keine kritischen Töne mehr wird. So zum Beispiel am gestrigen Sonntag in der Sendung Jauch, als es um die Flüchtlingsproblematik ging. Es waren fast ausschließlich, bis auf einen lahmen Kritiker, nur Jubeldiskutanten am Werk. Gestern hatte man einen ausgelutschten deutschen Schlagersänger und einen einseitigen ARD-Journalisten in der Runde, die ganz offensichtlich noch nicht mal eine eigene Meinung hat. Dieser ausgelutschte deutsche Schlagersänger stellt sich sogar hin und behauptet, der bayerische Ministerpräsident Seehofer, nur weil er Kritik geübt hat, fische angeblich im rechten Lager. Dieser sogenannte Schlagersänger, den in Wahrheit schon niemand mehr hören kann, weil er nur noch steinalte Songs aus den 1980er Jahren vortragen haben kann, wird ja von der ARD gesponsert, rechtswidrig in einer Tournee, die in Wahrheit von den Gebühren der Zuschauer finanziert wird. Es ist also so, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Es ist ein trauriges Kapitel, dass in diesen sogenannten Diskussionsrunden der ARD keinerlei Kritiker mehr zu Worte kommen können, sondern ausschließlich nur noch Jubeldiskutanten. Die ARD ist schon fast so verkommen wie das DDR-Fernsehen, dort wurden ja auch nur Jubeldiskutanten eingeladen. Gerade bei der Flüchtlingspolitik, in der die deutsche Regierung schwere Fehler zulasten des deutschen Volkes gemacht hat, wäre es sinnvoll gewesen, auch einmal ein paar Kritiker dieser absurden Flüchtlingspolitik einzuladen. Aber bei der ARD ist das so, Kritiker werden sofort in die rechte Ecke gestellt und als Neonazis abgetan. Man hat es doch gestern deutlich gesehen bei diesem ausgelutschten deutschen Schlagersänger, der eine kritische Bewertung des bayerischen Ministerpräsidenten Seehofers gleich ausfischen in der rechten Ecke bezeichnet hat. Dieser ausgelutschte deutsche Schlagersänger hat meines Erachtens überhaupt keine eigene Meinung und sollte besser sein Maul halten. Ich habe nach einer halben Stunde dieser absurden Sendung ja auch abgeschaltet, weil ich diesen Mist einfach nicht mehr hören konnte. Nun soll ja diese Sendung ja auch noch in diesem Jahr abgeschafft werden, und auch die Sendung Hart aber fair am Montag soll ebenfalls eingestellt werden. Aber Sie können sicher sein, dass man an diesen Sendeplätzen einen neuen Gefälligkeitsjournalisten initialisieren wird, der dann wieder das Gleiche macht. Die ARD verletzt gravierend ihren staatlichen Auftrag, für Ausgewogenheit in ihrem Programm zu sorgen. In Wahrheit ist die ARD inzwischen zu regelrechten Lügenpresse, bzw. Wahrheit-Unterschlagung-Presse, verkommen.